Und dann geht es los hier bei diesem Finale im Profifeld. Da wird gelost, beide schauen. Wer hat gewonnen? Michi hat gewonnen. Michi gegen Mohamed. So heißt es hier, das Einzelfinale an diesem heutigen Samstag. 51 Teilnehmer insgesamt hier am Start. Und Michi Prinz hat sich im Halbfinale gegen Marc Vamala durchgesetzt und Mohamed gegen seinen Teamkollegen Jörg Bosin. Mohamed hat hier gerade mit aus der Mitte versucht zu schießen. Jetzt die rechtslange Auflage und da lässt er sich seine Zeit. Schaut, wo die Lücke entsteht und da war die gerade Option frei. 1:1. Und Michi wieder erfolgreich, aber dann schießt er schnell ab und wird gehalten. Ballbesitz Mohamed. Was macht er von hinten? Er spielt 2:5. Oder dann direkt aufs Tor. Clevere Aktion, 2:1 Führung. Kann ihn hier blocken und wieder auf seine Stürmerreihe bringen. Und dann haut er ihn lang rein. 3:1. Also Mundraufakt hier von Mohamed. Bisher jede Aktion erfolgreich und konsequent durchgeführt. Michi dagegen einmal gehalten. Das war dieses Mini-Break für Mohamed. Jetzt muss Michi dranbleiben. Geht links, wird gehalten. Und wieder Ballbesitz. Mohamed jetzt ganz klar das Moment bei Mohamed hier in diesem Satz. Und nächster Versuch vorne. Bisschen glücklich da an die Figuren. Kurz geschossen, aber 4:1 Führung. Mohamed Ertürk von Chimbumbum. Des Öfteren Hamburger Meister und schießt hier dann aus der Mitte, schließt schnell ab. 1:0 Führung, also das geht hier flott Schlag auf Schlag. Und die beiden starten auch gleich mit dem zweiten Satz. Michi jetzt und den pfeffert er so rein, dass er aus dem Ball, aus dem Tor rausspringt der Ball. Muss Mohamed selbst schmunzeln. Also hat Michi eine ganze Kraft, eine ganze Energie in diesen Schuss geworfen. Im Moment versucht hier die Antwort aus der Mitte, wird aber geblockt. Jetzt Michi mit Ballbesitz. Das ist jetzt der Breakpoint für Michi. Wenn er den jetzt trifft. Versucht jetzt nach oben zu schießen. Da steht aber Mohamed, wie man sieht, sehr, sehr eng mit beiden Figuren. Und dann findet er das richtige Timing. 2:0. Also munteres Spielchen hier. Hier werden die Tore geschossen am laufenden Fließband. Nächster Block von Michi. Und nächste Chance hier, diesmal den Spieß umzudrehen in diesem Satz. Zweiter Versuch. Wird gehalten. Der war irgendwo dran oder an der Lampe oder draußen. Darum hat Mohamed den Ball hinten. Er jetzt wieder mit der 2:5-Position oder... Dann der direkte Schuss und das ist eine Wahnsinnsbande hier mit der linken Hand. Schickes Ding. Also die beiden, die zeigen hier auch, was sie so drauf haben. Das ist das Schöne beim Einzelnen. Es ist ein Mix aus dem statischen Systemspiel und dann immer wieder diesen Überraschungsmomenten, die im Doppel nicht möglich sind. Jetzt Mohamed hier wieder mit der linken Hand. An der... Da fliegt er rein. Schießt neben das Tor. Aber mit so viel Drall fällt der Ball dann rein. 2:2. Also diese Sturmphase von Michi egalisiert. Jetzt bin ich gespannt. Michi natürlich jetzt hoch konzentriert. Starker Block von Mohamed auf der 5. Und starker Block von Michi. Jetzt hat er wieder die Chance. Legt ihn sich da nochmal auf den Ball. Zweite Chance. Mohamed steht sehr eng und dann öffnet er sich. Wird wieder gehalten und Michi ärgert sich.
Mohamed bringt ihn wieder ins Spiel, den Ball. Wieder 2 auf 5. Also die rechte Hand an der Mittelstange. Versucht dann wieder die Bande. Trifft sie nicht ganz. Micha den Ball. Und den prügelt er mit Hilfe von Pfosten und Figuren rein. 3:2 Führung jetzt. Also die beiden schenken sich hier nichts. Wieder schnelle Abwehraktion von Michi. Aber Ballbesitz für Mohamed. Jetzt hat er die rechte Hand an der Stürmerreihe, um ihn da eventuell zu greifen. Und Michi ahnt den Pass. Haut er direkt drauf mit der 5 und kann ihn auf der Stürmerreihe fangen. Jetzt haut er ihn rein. 4:2 Führung. Also es scheint, als würde es in einen dritten Satz gehen. In einen dritten und entscheidenden. Aber Mohamed kann das nochmal hier verkürzen. Gerade Kurbler an den Innenpfosten. 4:3. So, nun Satzball. Michael Brinz. Und das macht er. Schießt dir ganz nach oben. Also, schickes Finale. Und wir sehen den Entscheidungssatz. Mohamed mit der ersten Chance zur Führung. Das macht er. 1:0. Bisher unglaubliche Performance auf der Stürmerreihe. Im zweiten Satz hat er da aber die Bälle nicht immer vorgebracht. Und Michi spielt da gut mit. Wird immer mal wieder gehalten, aber kriegt dann seine zweiten Chancen wie hier. Und diesmal rechts. Also schießt da richtig kräftig und explosionsartig in die Ecken. Denn Mohamed ist jemand, der einen langsamen Schuss auf Reaktion halten kann. 1:1. Mohamed in der Mitte. Schöner Bandenpass. Von ganz weit innen. Jetzt wird er gehalten. Michi fährt da mit der Figur raus. Mohamed kann ihn aber dann mit der linken Hand wieder reinschießen. 2:1 Führung. Michi, nächste Chance, um den Ball nach vorne zu kriegen. Wird 2, 3, 4 Mal geblockt. Jetzt ist der Ball hinten. Und Ballbesitz Mohamed versucht da gleich wieder aus der Mitte zu schießen. Ball rollt da unerreichbar für beide zwischen Abwehr und Stürmerei. Und darum kriegt Michi den Ball. Mohamed blockt die Offensivaktion von Michi bisher sehr gut von hinten. Und nächster Block von Mohamed. Also jetzt tut sich Michi da schwer, nach vorne zu kommen. Diesmal kam er gut durch, kann ihn auf seiner Stürmerreihe fangen und den Ausgleich herbeiführen. Mohamed bewegt sich jetzt ein bisschen schneller, ein bisschen offener und hält ihn und der Ball kullert rein. 3:1 Führung, so kann es gehen. Und Mohamed spielt jetzt schnelles Tischfußball hier. Gleich wieder mit der linken Hand an der Zweierstange nach vorne gespielt. Legt ihn sich wieder auf zum Rechtslang. Welche Option würde diesmal wählen? Michi bewegt sich viel und dann kommt. Schöner Wechsler da nach links. 4:1 Führung. Und jetzt hat er die Chance, das Spiel zu beenden. Oder nimmt er das Timeout und da geht er ganz lang. Der war nicht drin, war an den Innenpfosten. Zweite Chance. Michi hält ihn wieder. Da wandert er viel hin und her, dann immer wieder auf die Rechtslangauflage. Und dann kommt der Kurbler. 5:1 gewinnt er den dritten Satz und damit 2:1 insetzen. Dieses Finale. Insgesamt stärkere Performance von Mohamed Ertürk an allen Stangen. Da zeigt er, geht er gleich nochmal an den Tisch und trainiert. Versucht er, diese Bande zu schießen.
das war das Finale vom Profifeld an diesem Samstag. Wir geben zurück an die Funkhäuser. Bis denn. Tschüss.